Mamba. Mamba, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserer Mammut-Session Anno hier. Ja. Unsere Schiffe machen sich gerade auf dem Weg zum Aufladen. Das würde ich auch eben empfehlen, Herr Rock. Das ist die falsche Insel. Ah doch, ginge ja, auch. Die hat auch eine Reparation. Ja, ginge auch. Das ist recht. Die ist nur weiter weg noch von der neuen Welt. Nicht beschützen. Das war das falsche Ding. Ich klicke doch hier auf die Wasser. Die Wasser. Wir machen ganz wenig Geld. Aber warte, ich verkaufe jetzt mal wieder Hochräder. Das Schiff müsste da sein. Ist das Schiff angekommen? Ja, nicht Hochräder meine ich auch gar nicht. Nee, da nicht. Schick die mal nach Goddy. Nach Öli. Öli? Da müsste aber ein anderes Schiff schon stehen dafür, genau. Die hatte ich nämlich vorbereitet. Da waren sie schon. Ja. Ja, hallo? Also, da geht schon noch mehr. Also, auf 100 kannst du das schon aufstocken. Ja, das war... Ja, ist okay. So hätte ich jetzt gemacht. Nee. Doch. Wir brauchen Geld. Wir haben doch noch über 1 Million Euro Dublonen Dollar. Ja, Mann, das ist nicht so viel. So, das war aber... Ein insgesamt sehr guter Krieg, Rex. Ja, ich weiß, hab ich auch geführt. Du hast insgesamt verloren, hast du die 5 Großschiffe? Ja, das war ja noch der Angriff davor. Ja, da zählt ja, habe ich dazu gehört. Du hast ja ganz viele Schiffe auf den Routen immer verloren, weil du die nicht beschützt hast. Ja. Aber du hast insgesamt 5 Clipper zerstört, 1 Kanonenboot, 7 Geschütze, 3 Inseln, 1 Öltanker und 1 Großschiff. Ja, siehst du? Du musst gucken, dass sie jetzt nicht nochmal hier irgendwo eine Insel sich snackt. Wir können auch. Guck doch vielleicht mal ins Kap Trelawney, ob sie sich da, weil das sind ja auch die normalen Siedlungen quasi. Aha. Meinst du? Ich könnte mir vorstellen, dass wir die normalen Siedlungen. Ja. Ich würde fast sagen, dass wir die lieber erstmal zerstören, oder? Okay, ja, bin ich dabei. Zumal das ja überhaupt nicht gesichert ist, ja. Naja, 2 Kanonen, 1 Kanone. Hast du gesehen, was ich da ausgestellt habe, ohne Verluste? Wir können auch erstmal hier beim Vorbeifahren das Ding hier wegmachen. Wir müssten nur einen Reparaturkran bei uns auf Dingens vielleicht dann nochmal bauen. Haben wir da einen? Nee. Also da ist einer. Aber ich bin ja generell ein Freund von Reparaturkränen. Ich baue hier einfach noch eins. Ja, damit gehe ich konform. So. Ein Konkurrent hat eine Nein! Errichtet. Oh, da ist schon wieder eine Insel. So eine Popelinsel! Ruf da! Da bist du gerade schon wieder vorbeigefahren, glaube ich. Wo ist denn das? Da unten. Okay. Das ist da unten. Wir sind hier oben beim Reparaten. Hauptsache, das Hauptschiff repariert sich dann. Wo hast du denn die anderen Schiffe hingeschickt? Ja, Kundreplatz, da sind wir. Okay. Du kannst vielleicht nochmal einen zweiten Reparaturkran machen. Ne, da waren zwei. Wo ist das zweite? Rechts daneben. Das hat die Segel eingefahren. Du kannst keine Kanonen ausladen. Auch gar nicht. Dann können wir da vielleicht sogar noch was machen. Ja, das war ja das Problem. Falls du dich erinnerst. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Nee, das wird schon repariert, ist okay. Vergiss, warum wird das andere nicht repariert? Jetzt weil wir hier noch fleißige noch Monteure brauchen. Mechaniker. Ja, so mal Geschwindigkeit 3, damit wir vorankommen, oder? Mittelmäßig. Ja, äußerst mittelmäßig! Ja, der kann auch ein Land leiten und dann sterben. Ja. Aber das Projekt ist ja schon vorbei. Ja, schade. Ja, wir können auch gerne nochmal EU4 und so machen, aber ich hatte auf dieses Japan-Setting keine Lust mehr. Japan, die Welt. Da kommt noch ein Schiff an von mir. Noch schwimmen wir. Weil ich hab die ja alle gerettet. Die Feierlichkeiten sind beendet. Ja, nee, eins hast du verloren, hab ich genau gesehen, Jetzt dreht der Reparaturkran komplett durch. Guck mal einmal, dass wir die Sachen jetzt verkaufen. Weil du müsstest jetzt eigentlich da sein. Was? Hat sich verringert. Dass wir die Sachen verkaufen. Es leckt wieder unglaublich. Sachen verkaufen. So, jetzt nochmal. Sachen verkaufen. Neue Befehle? Sachen verkaufen. Warum fängt denn dann jetzt wieder an zu lecken, wie Sau? Ich hasse die Sachen verkaufen. Alles brauchen Geld. Ja, ist okay. Alles bereit. Jetzt hast du die wieder zum Gleitschutz geschickt, glaube ich. Nee, jetzt hast du die Markise von O ausgewählt. Jetzt brauchen wir wieder das Mittelzeugs. Ringelblume war das, ne? Ja, Ringelblume fahren wir. Die Ringelblume ist auch ein Schiff, mit dem wir eigentlich geschossen haben, glaube ich, oder?
Nee, das ist doch einfach nur ein Frachtschiff. Das ist doch kein Flaggschiff. Kriegs- ist das. Das hat Kanonen. Ja, aber das ist doch. Ja, aber das hat doch mit unserer. Mit der Kriegsbemühung der Regierung nichts zu tun. Das Schiff ist, glaube ich, übrigens nicht losgefahren, oder? Glaube schon, ne? Vielleicht doch, ich habe nicht genau geguckt. Vielleicht. Hast du das doch. Ich vertraue da mal auf dich, das hast du bestimmt. Dieses Gelegge, ich. Spiel. Jetzt ist es auch abgehakt. Schiff unter Beschuss. Nein! Aha, diese blöde neue Insel, die da besiedelt hat. Rodderringe. Ja. Wir werden noch hart reparieren, ne? Ja, aber es wird doch. Was ist denn mit dem hier? Das ist Goddy. Ah! Goddy gibt wie immer Gas? Klar. Das ist Habeschallung scheinbar. Oh, ich hoffe, wir kriegen die heute noch besiegt. Ich möchte wie. Also das hatte ich eigentlich mir gedacht. Ich hätte es auch nicht erwartet, dass es so anstrengend ist. Nein! Oh. Ja, das geht nicht, weil wenn das in einer neuen Welt ist. Es leckt, ich kann nichts machen. Warum leckt das denn so unheimlich? Das ist eine falsche Insel. Welche Insel war das denn? Die ganz rechts, glaube ich. Die Pampas-Insel hier. Was will die eigentlich immer mit der? Da ist überhaupt nichts drauf. Ja, aber hier 14 Öl, 2 Gold, Perle. Das stimmt. Perlüberfluss sogar. So, meine Damen und Wie sieht es mit unseren Kriegsbemühungen aus? Aber die sind ja immer noch nicht voll. Ja, vor allem, die stehen hier auch wieder komplett. Ach, das passt schon. Aber doch nicht die ganz angeschlagenen. Ja, Alter, dieses Gelegge geht mir so auf den Sack. Ich kann so nicht weiterspielen. Dann wird's schwierig, gleich auszuweichen immer. Schiff unter Beschuss. Oh, die sind. Kann ich gucken. Du bist doch schon da. Das ist die Insel, wo sie wieder ein Dorf gebaut hat. Soll ich weitermachen? Ich kann, wie gesagt, ich kann nicht gucken. Es ist gerade irgendwie komplett. Gut, ich mach mal eben weiter, dann kannst du vielleicht danach die Folge weitermachen. Disconnect, du hast es vorhin jetzt auch mit Disconnect gelöst, oder? Ja, weiß ich nicht. Jetzt geht auch wieder wunderbar, aber wenn ich da was mache, dann ist er komplett überfordert. Tja. Was wollten wir denn mit der Ringelblume machen? Metal rüberbringen? Was? Battlecruiser? Metal rüberbringen? Oder was war dein Plan? Ja, Metal nach unten für Schiffe, für oben. Du verstehst, was ich meine. Aber wir können hier noch ein Schiff bauen, auf der Insel. Ja, aber ich glaube, unsere Flotte reicht. Man kann nie genug Schiffe haben. Doch, die kosten so viel Geld. Weiter, wenn nötig. Übrigens mal diese ganzen Sachen, die hier tragen, ausladen. Mehr als bereit. Zum Beispiel ein Feuerwerk. Was macht das denn? Mit dem gestorbenen Sieg einer Kaiserin über den Westen zu feiern. Das hättest du wohl gerne. Er hat eigentlich bestimmt, dass das Amerika der Westen und die Chinesen der Osten ist. Wer bestimmt das eigentlich? Europa, weil Europa war in der Mitte. Und da Europa die Kolonialmächte waren. Achso, also hat Europa einfach gesagt, ja, das ist jetzt nicht. So wie Europa das immer gesagt hat. So wie ihr seid jetzt christlich und das ist meine Insel. So wie wir das machen, also. Genau. Das ist ja eine richtig schnelle Flotte auch so. Sind wir bald da? Ich glaube, weil wir jetzt eine Flotte sind, fahren die alle so schnell wie die Segelschiffe. Weil die, siehst du, jetzt geben die nämlich Gas. Naja. Der nicht, ja, der bleibt einfach stehen. Aber die Gas geben, ey. Gerade eben haben wir kurz Gas gegeben. Die fahren sogar langsamer als davor. Spielstand gespeichert. Aber der fährt doch definitiv schneller eigentlich. Aber vielleicht liegt es daran, dass die nicht alle ganz fit sind. Naja, gut. Beschleunigen mal wieder. Ich möchte sie jetzt besiegen. Oh, was dauert das denn immer so lange, die da fertig zu machen? Können wir ein paar mehr WBFs da drauf schicken?
wenig Geld wir machen, ne? Das ist echt traurig. Ja, aber wir versuchen ja auch gerade einen anderen Spieler aus dem Spiel zu ekeln. Ja, das ist korrekt. So wie die meisten Spieler bei StarCraft. Wir können jetzt gar keine Expedition machen. Das ist jetzt nicht das, was uns gerade... Dies ist nicht die Mission, die wir suchen. Was wir brauchen. Bis der das bauen kann, ist wahrscheinlich zu spät. So, kommt, heilt sie. Die müsste doch jetzt auch mal langsam fertig sein, die Seezunge, oder? Sieht man ja, 4000 hat die wahrscheinlich. Nein, Myakuntra-Platz feiert gleich nicht mehr, dann haben wir noch weniger Geld. Und irgendwas wird geschossen. Lass mich raten. Ja, das ist wieder diese Insel. Diese nervige Insel. Die Feierlichkeiten sind beendet. Neue Befehle? Macht nix. Doch, macht wahrscheinlich wohl was. Die Attraktivität ihrer Stadt. Ah, es war sowieso nur Myakuntra 2. Naja, immerhin. Ach so. So. Jetzt aber, nur noch du. Fische müssen darauf achten, mit wem. Komm, da warten wir jetzt auch eben noch drauf. Und dann gehen wir dahin und dann fahren wir danach ins... Beziehungen sind besser geworden. Ich glaube, es hakt. Attacke! Ja, wir lernen dich gleich unsere Gebräuche. Keine Sorge! Gelaufen. Ja, du darfst auch mit. Komplette Flotte. Alle! Los! Push! Ich glaube, du hast nicht alle ausgewählt. Ich habe auf 1 gedrückt. Das sieht nach einem aus. Ist 1 alle? Ja. Wie sieht aus, ne? Jetzt muss erstmal alle also F2 ausrichten. Konnte ich leider nicht drücken. Das Haus Harlow hat keine Verwendung für dich. Wir müssen doch eigentlich sehen können. Alter, das Haus Harlow hat keine Verwendung für dich. Ja. Das Haus Harlow hat keine Verwendung. Wir machen gerade ihren Job quasi, ne? Ja, die ist doch schon fast fertig. Ja, fast. Wir wollen sie ja ganz fertig haben. Da ist eins stehen geblieben, mein Schiff. Warum bleibst du stehen? Das ist ein Löwenmulchen. Push! Feindliches Ziel erfasst. Löwenmulchen. Ich glaube, es hackt. Hier ist immer noch kein Schiff. Hatte ich hier nicht so ein Metal-Schiff hingeschickt oder ist das irgendwo stehen geblieben? Da. Das ist der Pufferfisch übrigens. Schiff unter Beschuss. Ah, das war das andere Schiff. Und jetzt ab geht's! Push! So. Das ging zu schnell, da konnte ich jetzt nicht mitschreiben. Alles tot, kannst du ja aufschreiben. Cap Trelawney. Bestätigen. Aufbrechen, Flotte. Wir machen die jetzt so richtig fertig. Ja, absolut. Alter, wie geil wir einfach sind. Der Widerstand ihres Feindes bröckelt. Hä, die ist doch schon tot. Guck mal, das ist ihm auch zu schnell gegangen. Langsam mit den jungen Pferden. Der oder ihre geschrieben. Liegen eines oh, jetzt bist du aber ganz Mädchen. Abgehackt, Cyber. Ich weiß nicht warum. Ich lade nichts anderes runter oder hoch. Das Internet ist einfach mal wieder grottengrandios. Ich will jetzt einfach so ein... Was hatten wir denn für normale Schiffe zum Transportieren von Sachen? Das hier, ne? Das Clipper ist halt Frachtplätze 4, ja. Dann nehmen wir den nochmal einmal. Du willst jetzt also die allgemeine Kriegsbemühung der Regierung untermauern? Wir haben eine Armee, die hier... Wie viele Schiffe sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja? Man kann immer noch... Ja, was ist... 11 ist besser als 10. Ein guter Plan. Kann ich nicht machen. Ist runtergefallen. Spielstand gespeichert. Mein Kuli ist runtergefallen. Ja, such mal den Kuli und guck grad nicht auf dem Bildschirm, bitte. So. Du verkaufst jetzt nicht wirklich was? Unsere Nein! Guck doch, wo ist denn der Kuli eigentlich hin? Das ist der. Den hab ich schon gefunden. Warum machst du das? Das ist doch total Bullshit. Wir brauchen doch die für die Kriegsbemühungen der Regierung. Warum fällt jetzt einer alleine vor?
Das, was wir hier machen, ist ja jetzt quasi nur so ein normaler Krieg. Wir wollen doch den totalen Krieg. Wo sind denn die anderen eigentlich alle? Ach, die sind schon da. Nee, die sind hier. Genau diesen Ton habe ich übrigens von dir schon mal als auf dem Soundboard gehabt. Genau dieses Lachen. Was ist mit deinem Soundboard eigentlich passiert? Das geht nicht mit diesem Windows-Update war auf jeden Fall los damals. Was ist denn mit dem ganzen Rum hier? Ah, wir haben so viel Rum. Ja, plötzlich ist das ein Problem, ne? Ja. Da war die Push. Warum machen wir so viel nicht Geld? Journalisten. Oberos vor allen Dingen. Ich habe vergessen, die Ponchos anzubauen. Ja, genau. Aber wegen Unterhalt 53.000, ne? Aber auch nur wegen den Kriegsbemühungen der Regierung. Das ist das Hauptproblem hier. Der Unterhalt einfach. Aber wenn wir nicht mehr im Krieg sind, können wir auch ein bisschen da unsere Sachen runterschrauben. Oh, nicht schon wieder. Wir haben nur noch 52. Ja, dann mach nix. Gib weiter. Weil es kostet, glaube ich, auch immer Geld, die Inseln einzunehmen. Ja, ja. Was ist mit euch los? Hattet ihr keinen Weg? Ein seltsam öffentliches Eingeständnis ihres Scheiterns. Wozu kann es dienen? Wir kommen gleich rüber, ey. Ja, sind wir schon auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zu... Siehste? Die hat hier sogar zwei Inseln. Was ist da? Haben wir, vielleicht haben wir ja genug Alpakas. Bitte haben wir genug Alpakas, Alpakas. Nein, haben wir nicht. Schiff unter Beschuss. Null. Stopp. Das ist das einzige Schiff, das schon angekommen ist. Löwenmäulchen. Bitte nach oben. Du musst auf die anderen Schiffe warten. Löwenmäulchen, Leckermäulchen, Ferdifuchs. Aber hier sieht... Doch, da sieht man sie. Die hat noch ein paar Brillen dabei. Und ein bisschen Mehl. Schiff vom Stapel gelaufen. Jawohl. Ach, das ist ja gar kein Kriegsschiff. Das ist hier. Das ist ja das Bilo-Schiff. Aura. Bist du wahnsinnig? Was bringt denn Marc der Champagne? Genau, guck mal. Ich glaube nicht viel, das hatten wir glaube ich schon mal probiert. Guck mal weg. Endlich kann ich mal diese Win. Das hat uns ja gar nichts gebracht. 300.000. Für nicht mal. Für 20 Tonnen, ja? Das war ja nicht mal. Ja, aber das brauchen wir ja auch für unsere Schiffe. Für welche Schiffe? Die wir jetzt gleich wieder bauen. Was? Da weiß ich noch nichts von. Aber unsere Segelschiffe sind auch jetzt langsam da draußen. Wir hatten doch gerade so viel Rum übrig, ne? Ich glaube, das wird. Wir haben gleich wieder keinen Rum. Nehmen wir mal 50 Tonnen, das wäre aber reichen. Ja, ein guter Mix. Sind unterwegs. Die Insel muss doch schon übergehen von Scheiß, den wir verkauft haben. Ja, allerdings. Vor allen Dingen von Dampfmaschinen. Ja. So, kommt an, meine Freunde. Ja, aber wenn die ankommen, sind ja unsere ganzen normalen Schiffe noch nicht da. Stimmt. Das ist Ihnen noch nicht bewusst, Monsieur Gorix. Fahr mal in den Reparaturkram hier, du bist doch nur zwei Schaden. Vor allem, wir müssen dann hier auch gucken, im Vorgefahr, ja, ob die da noch irgendwo eine Insel gedüdelt hat. Aber wir machen erstmal hier die weg gleich und dann die da unten. Einen Schritt am anderen, wir haben sowieso nicht genug Einfluss. Aber wir haben genug Expansion. Locken Sie Investoren an, um mehr Einfluss zu gewinnen. Bauen Sie Investoren an? Locken. Achso. Das mit den Haaren. Der Harem, das ist die der gute Insel. Alte Harem. Wo bist Anna du denn Ems. Oh, er will jetzt, was will er? Er Investoren will anlocken. Investitionen. So, der eine, der da will, nicht der eine, der in dem Nobelviertel. Ich habe zu wenig von denen jetzt dadurch. Achso, guck mal. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Was fehlt uns denn jetzt? Warum wollt ihr nicht auch? Achso, die waren nur. Das war nicht falsch. Das waren die Billo-Dinger. Ja, das sieht doch jetzt wieder gut aus. Die Investoren sind gar keine Arbeitskräfte. Nee, die investieren nur. Aber wir haben jetzt mehr Einfluss zum Beispiel schon. Könnt ihr bitte einmal hier durchfahren? Einfach. So, jetzt müssen wir nur noch warten, bis unsere Arschschiffe da sind. Ja. Die sind hoffentlich schon wenigstens auf dem Weg. Nee. Der dauert noch. Warte mal, was sehen wir denn hier noch? Linienschiff mal 6. Das ist aber noch irgendwo. Was denn? Aber wenn ich auf 1 klicke, passiert nichts. Also wahrscheinlich sind die doch schon irgendwo unterwegs. Wir sind auf der Durchreise. Das hier
ist wirklich nichts Besonderes. Ja, halt doch hier deine... Warum wohnst du denn hier? Dann geh doch woanders hin! Können wir schon eine Bank bauen? Nee. Nein. Aber da bräuchten wir hier... Wir haben einfach keinen Platz auf dieser Insel, um neue Leute hier anzubauen. Das ist das Problem. Anzubauen, ja, müssen wir dann auf Cap de Murcia machen. Da kommen sie jetzt endlich alle. Oh, das dauert ja noch 8 Jahre. Ja, Cap Trelawney sollten wir das tatsächlich machen. Was hast du eigentlich mit deinem Murcia? Weiß ich nicht. Der Ruhm hat ja mal irgendwie 2000 gebracht. Ja, vor allem die Nähmaschinen haben gar nichts gebracht. Pflicht erfüllt. Die bringen auch nicht viel. Naja. Aber wir sind ja jetzt auch nicht mehr bei minus 10k, ja? Alles ja, gut. Ja, stimmt. Es ist wieder im Bereich, wo ich nicht mit K abkürzen muss. Oh, jetzt ist die Folge gleich schon wieder zu Ende. Okay, irgendwas ist passiert. Ja, wir waren auf der Überfahrt. Das ist passiert in dieser Folge. Ach ja. Da sind sie, die Ersten. Ihr Schiff ist von der Überfahrt. Guck mal, die schießen auch gar nicht erst, weil die zu weit entfernt sind. Doch, aber er schießt. Ein Herz, das fault lässt. Alter, was die Polonaise hier abgeht. Okay. Nein, stopp. Jetzt nein, fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Stopp. Man hat mir meine Hotkey-Gruppe geklaut. Ist das nicht frech? Das gilt einfach in der neuen oder in der Cap Trelawney-Welt nicht. Ihr Schiff ist von der Jaha. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Jetzt fliegen gleich die Löcher aus dem Käse, denn nun geht sie los. Unsere totalen Kriegsbemühungen der Regierung. Keine Was machst du denn da? Bin. Du bist auf Eskorte. Da sind sie doch, die Schiffe der Geilheit. Flotte des Admirals. So, Kriegsbemühungen der Regierung. Kaxaus sehen wir noch eben hier. Die machen wir jetzt im Garaus da auf Kaxaus. Guter Wortwitz, Starbuck. Das war jetzt nicht so schwer. Du hast angefangen mit dem Scheiß. Da müssen wir jetzt einfach eiskalt sein. So, direkt weiter. Komm, go. Ja, ich suche nur den Hafen. Die hat mehrere. Die hat oben einen und unten einen, glaube ich. Nee, das ist nur ein Schiff. Nee, guck mal weiter unten, da am Strändle. Nee, jetzt nicht. Sagt er wieder, die Moral hier ist kritisch. Ah, früh mitbekommen. Soll ich den heilen schicken? Ja, komm. Der kriegt aber noch irgendwo Damage, oder? Du lehnst dich ganz schön weit du aus dem Fenster. Du lehnst dich ganz schön weit aus dem Fenster. Nevermix, halt dein Maul. Die greifst du gleich an und wir sind fertig mit der Welt. Quatsch. Wir hätten überhaupt keine... überhaupt nichts Kriegsmäßiges, bevor die uns angegriffen hat hier. Ja, dann werden wir es bei der anderen wohl auch hinkriegen. Das stimmt allerdings. Aber die andere Schwierigkeitsgrad mit. Ja, das stimmt. Ein Konkurrent hat eine. Oh! Silvester hier. Nein! In der alten Welt auch noch wieder! Ich werde darüber nachdenken. Du hast keine Aufgabe für mich, wie frech! Hatte ich nicht ein neues Schiff gebaut? Jetzt nimmt sie aber auch alle kleinen. Augusta! Meinst du, das schafft dieses Schiff? Das wird ein teuflisches Vergnügen. Eine Abschussaufgabe. Aber das gibt 7. Ja, aber ich... Das muss Tag entscheiden. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich schaue beim nächsten Video vorbei. Jetzt gibt's Folgen. Lass mal einen Daumen hoch da, Mensch. Und Abonnement.